Dummer Wolf. So. So, jetzt aber, ja, ist alles erledigt, hoffe ich. Ich werde aber gleich nochmal schnell zurück. Ich will gucken, wo ich auf die Snapper getroffen bin. Was ist denn hier los? Oh, fuck, da liegt einer. Komm her, Wolf. Olaf. Olafs Beutel. Sollten wir mal noch nicht öffnen, vielleicht. Ich meine, der hat einen eigenen Namen. Links, 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 rechts, rechts. Also hier liegt ein toter Milizsoldat namens Olaf. Ja, genau wegen dem musste ich diesen Weg nehmen. Ich habe nämlich das, ich habe das nämlich zufällig entdeckt in da wo ich nachgeguckt habe, ob es hier noch mehr NPCs gibt, die eine Quest haben, irgendwo in der Umgebung. Und ich habe gerade eine Rune gefunden. Eine Angstrune, Kreis 3. Ist wohl nichts für mich im Moment. Jetzt laufe ich nochmal ganz schnell zurück. Und hier sieht's komisch aus. Oh, hier hat's einiges an Kräutern und so. Irgendwo... Da hinten haben mich die Snapper angefallen. Die sind mir bestimmt eine halbe Stunde hinterhergelaufen. Nee, brutal. Da hoch sollte ich noch nicht. Ich ziehe am besten mal meinen Bogen, dass ich die Snapper früh genug entdecke. Und ich würde jetzt echt gerne mal wissen, wo die waren. Oh. Ach du Scheiße, der läuft schon wieder auf mich zu. Nein, tut er nicht. Er hat sich gerade noch umgedreht. Ich dachte gerade, dass er mich jetzt schon wieder hier als Opfer ansieht und schon wieder auf mich zuläuft. Okay. Dann ist diese Stelle wohl nicht so ganz ungefährlich. Und ich bin einfach reingerannt. Aber vielleicht komme ich gegen die Snapper schon an. Nee, glaub nicht. Ich habe es ja vorhin schon gegen Snapper versucht. Nein, doch, ich komme gegen die an. Okay, mache ich das später. Wenn überhaupt. Ich muss nämlich gegen Snapper schon ankommen. Das ist Teil einer Quest. Jeden Moment. Oh, Varan. Ich habe keine Ahnung, ob ich gegen Varane ankomme. So, oh mein Gott. Jetzt schaue ich mir immer die Karte an. Oh je, Mini. Okay, gerade außen und rechts. Ach, scheiß drauf, ich kill dich, Viech, jetzt einfach. Du hast keine Chance. Ah, da kommt noch einer, den will ich jetzt nicht unbedingt auch noch bekämpfen. Einer reicht mir. Kritischer Treffer, bitte. Nix mit kritischer Treffer, oder was? Hallo? Wie oft hat er jetzt zugeschlagen? Da war jetzt wirklich kein einziger kritischer Treffer dabei, oder waren das alles kritische Treffer? Mit euch lege ich jetzt nicht an, ja. Das reicht mir jetzt schon. Ich verziehe mich jetzt darunter. Irgendwo hier bin ich richtig, hoffe ich. Da blinkt irgendwas. Da leuchtet irgendwas. Zumindest sieht es so aus. Wo bin ich gerade eigentlich? Ich sehe nichts. Okay, ich muss da rechts oder links. Das sind beides Möglichkeiten. Also kann ich auch zuerst den rechten Weg hier nehmen. Snapper. Und die Wölfe kommen mir hinterher, also... Erledigt. Wir haben hier wieder Lags, die ich hier gerade nicht wirklich verstehen kann. Eine Spruchrolle. Hey du Wolf. Was sollen denn die Lags? Oh, Moment, nein, wir gehen doch lieber erst den anderen Weg.
Oder nee, doch hier. Ich weiß wieder, wie ich es mache. Was sollen denn die Lags jetzt? Das ist ja schrecklich. Ich hoffe mal, dass das hier... egal, dass es sich widerlegt. Aber es geht gerade, wie es aussieht. So. Hier ist eine der Minen, wie es aussieht. Wacholder. Oh. Ein Paladin. Ah, egal, danke für das Zeug. Wieso liegt da ein toter Paladin direkt? Und wieso ist hier überhaupt kein Minengeklopfe? Und wo sind denn die Schürfer? Was zum Teufel? Was ist denn hier los? Ich fresse jetzt erstmal Fleisch, weil ich cool bin. Und schau so lange dem Minecrawler zu, wie er diesen Schürfer da vorne auffrisst, oder wie ist das? Ist ja krass. Übrigens, beim letzten Let's Play hätte es hier einige Probleme gegeben. Und zwar sind ohne den Patch die Leichen nicht zu sehen. Und deshalb würde hier die Hälfte von dem Spiel sozusagen fehlen. Und deshalb ist es gut, dass ich das Let's Play nochmal gemacht habe mit Patches. Denn so sind die Leichen alle da. Egal. Schnappen wir uns den Minecrawler hier. Moment. Hier liegen ja noch mehr da Leute rum. Noch ein Paladin. Und hier ist ein Sträfling. Minecrawler, hörst du mich? Ich mach die jetzt kalt. Komm her. Ich will jetzt mal schnell was ausprobieren. Nimmst du nicht übel, aber ich wechsle jetzt nochmal auf die... Hä? Machst du den jetzt? Ja, machst den Erzklumpen kaputt. Ich probiere es noch einmal und ich glaube, es passiert hier nichts. Okay. Ich kann also keinen Erz klopfen. Aber ich glaube, das habe ich schon mal versucht. Aber da war kein Name dran. Von dem Erzklumpen. So, ich habe jetzt hier nochmal kurz auf die Einhandwaffe gewechselt und ich hoffe, dass hier gleich nochmal ein Minecrawler kommt, dass ich meine Fähigkeiten an ihm ausprobieren kann. Und schauen kann, ob ich jetzt vielleicht mit der Einhandwaffe doch besser bin. Links, rechts, rechts, rechts. Huch, nur rechts, rechts. Okay, rechts, rechts. Was hat hier? Ein edles Langschwert schon wieder. Seht ihr jetzt echt jede Menge geile Waffen so für einen Einhandkämpfer. Deshalb ist es fast intelligenter, hier auf Einhand zu skillen, aber nein. Das werde ich nicht machen. Da bin ich viel zu cool dafür. Hier oben haben wir einen Erstklumpen. Warum, was mache ich denn? Warum will ich den denn abklopfen? Das bringt doch überhaupt nichts. Ich werde dann, wie gesagt, als Miliz auf Einhand gehen. Und das werde ich auch aufnehmen, also die Kämpfe. Ups. Ach du Scheiße, was macht denn der Idiot? Oh Mann. War das wirklich die richtige Entscheidung, auf zwei Hand zu skillen? Naja. Später wird sich's bestimmt noch lohnen. Hehe. Och du Scheiße, was tue ich denn? Ich kann uns gegen alle gleichzeitig kämpfen. Nix da, das war's für dich. Oh, ich hatte noch 9 Leben. Cool. Da ist nichts zu. Nein, ich will doch nicht den Sträfling ausnehmen. Ich will den Crawler hier ausnehmen. Also, ich denke schon, dass es lohnt, als Söldner auf 2 zu gehen. Ja. Sag ich jetzt einfach mal. Und ich werde es euch später noch beweisen. Das könnt ihr mir glauben. So, und jetzt brauche ich jede Menge Fleisch und so. Hier hat's Brot ohne Ende. Und Käse. Fisch. Was fresse ich denn noch alles? Noch ein Käse. Und noch ein Brot. Und dann nehmen wir noch einen Schinken. Und noch ein gebratenes Fleisch. So, das sollte erstmal reichen.
schlimm, wenn es den letzten Crawler. Offensichtlich letzten Crawler. Nichts zu holen. Ah, lass doch wenigstens das Vieh ausnehmen, du blödes. Den Kerl ausnehmen. Also wenn ein Zweihandorf-Meister ist, dann ist diese ist die Waffengattung wirklich genial. Das lohnt sich dann.